Ja, und schon sind wir in der zweiten Episode vom Modul D, Getting Organized, und zwar Getting Things Done, was hinter diesen recht dürren Worten GTD steht. Das heißt Zeitmanagement. Heutzutage, wir kennen es alle, wir haben ganz viele Aufgaben und immer mehr Aufgaben müssen wir in kürzester Zeit lösen und uns schwirrt schon der Kopf und wir wissen eigentlich gar nicht mehr so richtig, was soll ich eigentlich als erstes machen. Und dafür haben sich natürlich viele Leute Systeme überlegt und sie gehen von sehr einfach bis zu sehr dediziert ausgearbeitet und man muss dann eigentlich am besten solche Programme einsteigen und dann sehen, wie weit, wie tief gehe ich dort eigentlich hinein, bis ich dann irgendwann sage, okay, das reicht mir, mehr brauche ich nicht oder ich gehe noch tiefer ein. Es gibt so eine ganz klassische Entscheidungshilfe, die sogenannte Eisenhower-Matrix, nach dem berühmten General heißt die so. Und die Eisenhower-Matrix, die hilft, das Ziel ist, eingehende Informationen sollen schnell sortiert und bearbeitet werden. Das heißt, ich kriege ganz viele Aufgaben und muss dann sehen, okay, was mache ich damit? Und die eingehenden Aufgaben werden strukturiert nach Dringlichkeit und Wichtigkeit und werden dann mit der sogenannten TRAF-Methode sortiert. Und das schauen wir uns mal genau im Detail an. Was bedeutet das? Dinge, die unwichtig sind und nicht dringend, da sagt man Trash, die können eigentlich weg. Ja, also damit braucht man gar nichts machen. Wenn Sachen dringend sind, aber unwichtig, dann tut man die delegieren, wie für. Also typische Sache, ich kriege irgendeine Anfrage, die irgendwie bis morgen irgendwie eigentlich beantwortet werden soll. Ich finde die aber an sich für mich als Person relativ unwichtig, das heißt, ich delegiere die halt dann an andere Personen, Sekretärin, Mitarbeiter, Mitarbeiterin etc. Als Studierender ist es immer so ein bisschen schwierig, viele Sachen zu delegieren, aber manchmal kann man es irgendwie an Bruder, Schwester, Freundin, Freund und so weiterleiten, bestimmte Sachen. Und dann kommen wir zu den wichtigen Sachen. Wichtige Sachen, die aber nicht dringend sind, die kann man gut, File bedeutet abheften, erstmal wegsortieren und sagen, das muss ich später machen, aber momentan ist es nicht gemacht. Und dann gibt es die Sachen, die wichtig sind und dringend und die müssen auf alle Fälle gemacht werden. Da stürzt man sich drauf. Das ist einfach die Sache, die man jetzt macht. Und genauso, so das kann man zum Beispiel nutzen, wenn man seine E-Mails abarbeitet. Ja, dass man einfach jeden Punkt halt durchgeht und schaut, okay, ist das erstmal wichtig, unwichtig? Ist das dringend, nicht dringend? Das hilft schon sehr. Ja, und man sollte vor allem darauf achten, dass man kaum Zeit auf diese ganzen unwichtigen Sachen verschwendet. Das macht man sehr gerne. Wir werden auch noch mal eine Episode haben zur Procrastination. Wir sind sogar in dieser Episode zur Procrastination. Procrastination bedeutet, dass man sich Zeit vergeudet mit Dingen, die eigentlich weiterbringen, aber man tendiert dahin, so Sachen zu machen, weil man sich eigentlich mit den Dingen, die man eigentlich machen müsste, nicht beschäftigen möchte. Und dann, also typisches Beispiel dafür ist, man muss eigentlich an der Bachelor-Thesis schreiben und guckt dann irgendwie mit Begeisterung irgendwelche Vorabendserien. Man sagt irgendwie, das habe ich gestern auch schon gesehen, das muss ich heute auch wieder sehen und so weiter. Oder man fängt an, plötzlich die Bude aufzuräumen. Ja. 6 Wochen lang totales Chaos, nie gestört. Ja, jetzt schreibe ich auch meine Bachelor-Thesis. Sag ich, ach, jetzt muss ich eigentlich mal aufräumen. Bitte? Jetzt habe ich ein Wort dafür. Ja. Genau, hier kommt gerade aus der Runde, wird gesagt, jetzt habe ich endlich ein Wort dafür. Das finde ich auch immer beruhigend, wenn man es dann irgendwie benennen kann. Okay. Also, das heißt, wie kommen wir eigentlich dahin, dass wir wirklich uns mit den wichtigen Dingen beschäftigen? Und darüber soll es halt heute so ein bisschen gehen. Eine Möglichkeit, sich selbst zu organisieren, seine Arbeit, ist die sogenannte Getting Things Done-Methode. Die ist entwickelt worden von David Allen und die hat so
in der Community der sogenannten Wissensarbeiter, also alle Menschen, die viel rumbloggen und viel im Netz unterwegs sind, wie eine Bombe eingeschlagen. Und alle haben es versucht. Nicht alle machen es weiter, weil es muss sehen, ob das so für einen passt. Der David Allen hat gesagt, also es gibt ein paar Grundsätze dazu. Und eine der wichtigsten Grundsätze ist, dass man alle Dinge, die erledigt werden müssen, dass man die sammelt, und zwar nicht in seinem Kopf, sondern dass man die irgendwie außerhalb des Kopfes sammelt. Das heißt, man schreibt sie irgendwie auf. Ja? Und erstmal wegkriegen. Es fällt einem irgendwas ein und sagt, ich muss noch diesen Artikel überarbeiten. Der sollte am Anfang des Monats eigentlich schon abgegeben sein. Aufschreiben. Ja? So. Und so schreibe ich halt am Anfang, wenn ich damit anfange, erstmal so alles, was mir momentan so im Kopf schreibt, weg, damit man das wegnimmt aus seinem Kopf, dass man nicht dauernd diese Gedanken hat, oh, was habe ich das vergessen, was muss ich noch machen, etc. So. Dann sagt er, entscheide diszipliniert über jeglichen Input, den du in dein Leben lässt, damit du immer weißt, was der nächste Schritt ist. So, das soll übersetzt heißen, dass man auch tatsächlich sehr vorsichtig sein sollte, halt immer wieder neue Sachen auch wieder aufzutun. Also immer wieder, wenn ich jetzt neue Anregungen oder so eröffne, die führen natürlich auch dazu, dass ich wieder andere Sachen machen kann, muss, sonst was. Ja, also wenn ich jetzt schon eine Liste viele Dinge zu haben habe, ist das jetzt wirklich eine gute Idee, sich zum Beispiel dann noch eine Präsentation von der neuen Google Developer Konferenz anzuschauen. Ja, weil sie führt automatisch dazu, dass ich wieder bestimmte Sachen sagt, und ich sage, oh Mensch, eigentlich müsste ich mir mal die neue Developer-Release von dem Android-Betriebssystem aufspielen und damit mal kurz rumspielen, ob ich da nicht irgendwie meine iPhone-App auch auf Google Android rüber portieren kann. Zack, ein Wochenende wieder weg. Ja? Insofern muss man da so ein bisschen aufpassen, manchmal Selbstdisziplin. Ja? Das ist schwieriger und das ist auch, ja, okay. So, da gibt es nun bestimmte Begriffe, die er genannt hat, und die stimmen überhaupt nicht überein mit dem, was wir eben gerade in der vorherigen Episode gehört haben, mit dem Projektmanagement. Weil er sagt, Projekt ist alles, was länger als 2 Minuten braucht, ja, und mehr als eine Handlung braucht. Und alle anderen Sachen, die man sofort machen kann, innerhalb weniger Zeit, das sind alle einfach nur Aufgaben. Und die Projektdimensionen, die werden von ihm so beschrieben, dass man es auf der einen Seite horizontal alle Projekte, in die man involviert ist, also ich arbeite mehrere Projekte nebeneinander, und vertikal halt dann die innerhalb der einzelnen Projekte, was man dort macht. Okay, das war so ein bisschen